Die Tagung der Pfälzischen Landessynode in Bad Herrenalb neigt sich allmählich ihrem Ende entgegen. Bei mir ist jetzt Synodalpräsident Henry Frank. Herr Frank, Ihr Eindruck von dieser Synodaltagung bisher, wie ist die Stimmung? Ja, wie immer, wenn wir in Bad Herrenalb sind, ist die Stimmung der Synodalen ausgesprochen gut. Das hängt damit zusammen, dass wir nicht wie in Speyer über verschiedene Hotels verteilt sind, sondern auch die Abende gemeinsam miteinander verbringen können. Das ist gut für die Stimmung einer Synode. Außerdem sind wir selten in Zeitdruck, denn wir können auch das Plenum noch an etwas späteren Abend machen. Die Ausschüsse können länger tagen. Insgesamt eine wunderbare Arbeitsatmosphäre. Gestern war ja der große Schwerpunkttag zum Thema Diakonie. Wie war davon Ihr Eindruck und was ist daraus hervorgegangen? Was war das Ergebnis? Ja, zunächst einmal ist ein ganz überwältigender Eindruck geblieben, denn es ist uns gelungen, die Vielfalt der pfälzischen Diakonie mit hier nach Herrenalb zu bringen und sie abzubilden. Es ist ja unglaublich, wie viele diakonische Einrichtungen es in der Pfalz gibt, welche Aufgaben die Träger der Diakonie haben, welche Aufgaben das diakonische Werk erfüllt. All das konnte man in einer nie dagewesenen Vielfalt hier in Herrenalb erleben. War eine wunderbare Informationsquelle für die Synodalen. Dazu kam das sehr ausführliche und sehr freundliche Grußwort von der Staatsministerin Dreyer. Und letztlich, muss man sagen, war der hervorragende Vortrag von Professor Dr. Uwe Becker, der Vorsitzende der Diakonie Rheinland-Westfalen-Lippe, der uns nochmal ganz spezifisch auf ganz aktuelle Probleme in der Diakonie hingewiesen hat und der uns Mut gemacht hat, wenn die Diakonie in falschen Verdacht gerät, sage ich einmal, auch offensiv dagegen zu halten. Wer hat denn zum Gelingen dieses Tages alles beigetragen? Ja, das ist eben auch das, was zu dem Überwältigen dieses Tages gehört. Sämtliche Mitarbeiter aus dem diakonischen Werk, so hatte ich den Eindruck, waren auf den Beinen, aber auch aus vielen diakonischen Einrichtungen aus der ganzen Pfalz, ja sogar aus Sachsen sind gekommen, um uns ihre Arbeit vorzustellen. Und diesen gilt natürlich auch ein ganz besonders herzlicher Dank, verbunden auch mit dem Dank an die Vorbereitungsgruppe unter Oberkirchenrat Sutter. Heute Vormittag stand noch einmal ein wichtiger Punkt auf der Tagesordnung, nämlich das weitere Vorgehen im Blick auf die Portfolioanalyse, die die Landessynode im März in Kaiserslautern unternommen hat. Was wurde denn dazu nun beschlossen? Hier hat die Synode nun nochmal ganz konkret eine Priorisierung beschlossen, dergestalt, dass sie sagt, die Handlungsfelder, die weniger wichtig sind und die wenig zum Profil der Kirche beitragen, die müssen jetzt zuerst überprüft werden und hier müssen zuerst Vorschläge auf den Tisch. Und in einem zweiten Schritt, der dann ein halbes Jahr später folgen wird, müssen die übrigen Felder überprüft werden. Das geht im Wesentlichen an der Vorlage des Landeskirchenrats und der Kirchenregierung entlang. Allerdings hat sich die Synode die Freiheit genommen, hier zeitlich etwas zu entzerren und die Prioritäten, wie gesagt, nochmal etwas anders zu setzen. Vor allen Dingen aber sich zu vergewissern, dass erstens die Ergebnisse der Portfolioanalyse richtig waren und dass wir an ihr weiterarbeiten und die vorgegebenen Einschätzungen nicht verlassen werden. Vielen Dank, Synodalpräsident Henry Frank, mit einer ersten Bilanz zur Tagung der Pfälzischen Landessynode hier im Frühjahr in Bad Herrenalb.